Gut, willkommen zur Pressekonferenz. Gratulation an Sepp Machowski zum 99-84-Sieg vor 1950 Zuschauern. Und natürlich zuallererst Dennis Senden zum Spiel. Danke für die Glückwünsche. Das war kein leichter Sieg und Kompliment an Björn, der natürlich viele Ausfälle kompensieren musste. Und das hat sicherlich dieses Spiel geprägt, dass der mit dem BC über die meiste Zeit Smallball gespielt hat, also eine kleine Aufstellung hatte. Und wir haben lange gebraucht, um überhaupt einen Rhythmus zu finden. Wir haben über die Zone eine gewisse Stabilität in der Defense bekommen, aber auch da wieder zu viel Offensiv über uns zugelassen. Und insofern konnten wir uns nie richtig absetzen. Am Ende haben wir das Spiel auch in der Freiburg-Linie gewonnen, wo wir endlich auch eine gute Trefferquote hatten. Und wenn wir hier und da noch bessere Entscheidungen getroffen hätten, dann hätten wir das Spiel eigentlich auch deutlicher gewonnen. Und für uns zählt damit nur der Sieg. Darüber freue ich mich, dass es nie leicht hier in Weißenfels zu gewinnen. Und insofern, schöner Auswärtssieg für uns. Danke, Sepp. Sehr gut. Glückwunsch an Sebastian. Ich denke, das war meiner Meinung nach letztendlich kein verdienter Sieg, aber es war, wie er schon gesagt hat, ein wichtiger Sieg, denn ich glaube, das war auch von den Zuschauern her, heute auch wieder eine schwierige Atmosphäre war, hier zu spielen. Ich selber bin natürlich sehr zufrieden, was die Spieler, die gespielt haben, auch auf dem Feld gemacht haben. Ich glaube, sie haben alle die Intensität und Energie in das Spiel reingebracht, die wir brauchten. Da nämlich einfach auf der großen Position große Verletzungsprobleme haben. Selbst ein Spieler wie Valenovic trainiert und spielt mit 50%. Und da müssen wir niemand auf die 5 stellen und noch andere Spieler auf groß spielen lassen. Insofern kann ich mit dem, was meine Mannschaft gezeigt hat, sehr, sehr zufrieden sein. Ich glaube, das hat auch jeder heute gesehen. Und es ist natürlich umso ärgerlicher, dass wir das Spiel am Ende nicht gewinnen. Danke, Björn. Gibt es Fragen an die beiden Coaches? Wie schätzen Sie die Leistung von Ronald Ross ein? Also Punkte sagen ja eigentlich schon viel, aber. Ja, Punkte sind nicht immer alles. Ja. Ich denke, er ist ein Spieler, der für uns wichtig ist, weil er einfach aggressiven Penetration zum Korb mitbringt, die wir brauchen, die uns da etwas gefehlt hat. Und ich glaube, da hängt es ein bisschen mit der Mannschaft. Entschuldigung, habe ich jetzt. Ich sage, wenn er jetzt noch länger mit der Mannschaft hat, dann ist er auch, wenn er uns noch mehr Input geben kann, weil natürlich es auch Situationen gab, wo er dann nicht das Spielsystem 100% konnte und so weiter. Da bestimmt noch eine Frage, oder? Gut, wenn das nicht der Fall ist. Doch, ich habe eine. Sie sprachen ja schon das Problem bei den Zentren an. Heute war Grünheim und Radinovic. Ist das Problem kleiner geworden nach dem Spiel oder noch größer? Ich weiß nicht, was bei Pilcevic ist, ja. Ja, Pilcevic ist noch nicht aufgehört. Das kann ich nicht sagen, nein. Zum Arzt, ja. Also kann ich keine Aussage bis jetzt haben. Muss man warten. Herr Jürgen, du hast noch eine Frage. Die Frage, verbietet sich immer nach den schwierigsten Fragen, aber. Ich darf leider dazu nichts sagen. Genau. Ja. Ich glaube, Björn hat da auch schon geantwortet. Weil er kann nicht mit unverdientem Sieg gemeint haben, dass wir den Sieg nicht verdient haben. Ich glaube, damit hat er schon alles kommentiert. Also ich kann aber es gab ja sehr intensiven Blickkontakt mit dem Endschiedsrichter. Also das war offensichtlich. Nein. Also ich darf mich nicht dazu äußern. Ich kann ja, ist klar. Es gibt immer so Geschichten. Ja, so eine Geschichte von Wolfsbau. Und da kommen größere Raubtiere und die Wölfe versuchen, sich zu verteidigen. Und irgendwann kommt der Mensch dazu und man keine Chance mehr. Ja, genau. Aber ich darf nichts zu dem Schutz Danke, Björn. Dann an der Stelle frohe Weihnachten euch allen.